Ohne Hindernisse ans Ziel kommen. Das Interview. Am 8. April 2015 testeten Vertreterinnen und Vertreter der Wiener Linien und der Vereine Balance und Bizeps gemeinsam mit uns Grünen die Wiener U-Bahn. Ein eigener Sonderzug der Wiener U-Bahn-Linie U2 stand zur Verfügung. Ziel war es, die Situation von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern aufzuzeigen. Harald Grossmeier, der selbst einen Elektrorollstuhl nutzt, hatte die Idee dazu. Die grüne Gemeinderätin Birgit Hebein sprach mit ihm nach dem Workshop. Hier ist das Interview. Lieber Harry, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast fürs Interview. Meine erste Frage lautet, was hast du für Erfahrungen im Alltag mit den U-Bahnen? Dazu muss man wissen, dass die alten U-Bahn-Züge, die sogenannten Silberpfeil, einen Spalt haben von 13 cm und so 6,5 cm durchschnittlich Stufen sind und nur die V-Wegen vorne und hinten einen Eingang haben, dass ihr überhaupt mit den U-Bahn fahren könnt. Ja. Was war deine Grundidee, jetzt einen Workshop zu machen, der lautet, ohne Hindernisse ans Ziel kommen? Was war deine Grundidee dahinter? Mein Beweggrund war der, dass man die Probleme aufzeigt und den Menschen von den Linien und auch allgemein darauf ein wenig sensibilisiert. Das heißt, du wolltest alle an einen Tisch, die Wiener Linien, Interessensvertretungen, Interessierte, damit man mal die Probleme benennt. Ja. Und das daraus ja entwickelt eine Sensibilisierung für alle Menschen, weil ihr seid ja im Alltag auf das Verständnis der Leute bei den U-Bahnen angewiesen. Ja. Wie reagieren die Leute? Es gibt unterschiedliche Reaktionen. Die einen machen das, die anderen bringen sie vor und derjenige muss dann warten, bis wieder eine neue kommt. Und, ja. Das heißt, das ist der Alltag. Ja. Wir haben sie selber dank dir ausprobieren dürfen, was es heißt, mit dem Rollstuhl rein und raus zu fahren. Und dann noch der Alltag, die Hektik. Das heißt, es sind dann beim Workshop Ideen entstanden, dass man Sensibilisierungsmaßnahmen setzt, so wie du sagst, dass man vielleicht besser beschildert und aufzeigt, wo sind die Eingänge, die sind nämlich barrierefrei für Menschen, die es brauchen, dass man vielleicht auch durchsagt oder auf den Tafeln sieht, wann kommt überhaupt ein Wagen, damit ihr einsteigen könnt. Dazu muss man wissen, dass jeden Tag in der Früh, glaube ich, die U-Bahn eine neue Nummer kriegt, das technisch gar nicht so einfach ist. Und ganz banale Dinge, kleine Verbesserungsmaßnahmen würden den Alltag schon erleichtern. Das war der eine Punkt, das war eine spannende Erfahrung, glaube ich, für alle Beteiligten bei deinem Workshop. Und das andere, du hast schon angesprochen, was besonders schwierig ist, ist der Winter. Ja. Und die Katharina, eine Frau im Rollstuhl, hat beim Workshop angesprochen, dass sie sich oft überlegt,
im Winter gar nicht aus dem Haus zu gehen und die U-Bahn zu nutzen. Wie ist das für die? Ja, ich überlege mir auch des Öfteren meine Schneiden zum Beispiel, um ich überhaupt in die Arme gehen kann, weil der Schnee mit Rollstuhl ist manchmal unüberwindbar und wegen den U-Bahnen, wo man nicht hineinkommen und warten muss. Und die Kälte auch noch. Also, es ist immer wieder eine Bewegung im Winter, wo man raus war. Will oder muss. Ja. Das heißt, im Winter ist es noch schwieriger und dazu kommt, dass der Rollsplitt oft die Rampe versperrt und die dann gar nicht ausgefahren wird. Das heißt, ein Tag, ein Workshop, wo man über die Probleme geredet hat, was es heißt im Alltag, wo es ganz einfache Lösungsmöglichkeiten gibt, die jetzt seitens der Wiener Linien überlegt werden, was kann man da tun. Und auch die Politik ist gefordert. Wir haben ja über den Stephansplatz geredet, dass da dringend ein zweiter Lift notwendig ist. Wir haben darüber geredet, dass die Wiener Linien unbedingt die Behinderten-WCs aufsperren müssen, unbedingt. Da ist auch eine politische Sache dahinter. Das heißt, ich danke dir vielmals für die Initiative zu diesem Workshop. Ist noch irgendwas wichtig? Habe ich was vergessen? Ich glaube, wir haben jeden Punkt aufgezeigt. Aufgezeigt. Das heißt, schauen wir das, was daraus wird. Ich danke dir, Harry. Danke auch. Es nahmen am Workshop teil Harry Großmeier, Ines König, Marlene Grüssinger, Daniel Amann, Martin Ladstätter, Christiane Link, Katharina Pranis, Judith Draxler, Andrea Kütäubel, Andreas Tettinger, Wolfgang Iwens, Cordula Höbert, Ingrid Puller und Birgit Hebein. Wir danken allen fürs Mitmachen.